komprimiert ausgedrückt also dreht sich alles um diese Selektionsaustestungserprobungen der immer wieder neu aberwitzigeren Drittveränderungsprodukte. Und die Entstehung des bewussten Bewusstseins und der sich bewusst machenden Existenz und des sich bewusst machenden tödlichen und des sich bewusst machenden Nicht-Auskunft darüber erhalten Könnens, warum alles, was entsteht, paradoxerweise ausschließlich wert ist, wieder zu vergehen. Dies findet seinen Grund in der Aufspannung einer Weltentheaterbühne für Vorausplanung, für Strategieplanung, für Vorhersagen nur bei Menschen innerhalb einer symbolisch gemachten T-Raum-Zeit, Licht, Wärme. Und das Tödliche dient der Beschleunigung der Zugzwangs, Peitsche, immer alle Reserven, alle Aufmerksamkeiten, alle Mobilitäten, alle Angespanntheiten einzusetzen, im immer jeweiligen, einzigartig einzigen Zuschlagsmoment des Kairos unter der Drohung, dass der Vorhang irgendwann fallen wird und dies der letzte Moment gewesen sein würde, vielleicht in dem Aktion, in dem Handlung, in dem Neutransformierungsaberwitzigkeiten geschehen könnten, die nur während des Handlungsspielraums, der durch den Verlust, der durch die Abwesenheit oder durch den Tod aufgespannt wurde und dann erst sekundär die Anwesenheiten erzeugt, in diesem Spielraum also, in dem die Händel getrieben werden können, die Austausche, die Austauschtäusche und nicht danach, nachdem es diesen diskontinuierlichen Sprung des allzu spät gegeben hat, aus der Asche geht kein neuer Phönix hervor. Das Vögelchen muss schon vorher erzeugt werden, damit die Fortsetzungskette nicht abreißt.